So, zurück zu Yoshi's Crafted World. Ja, wir müssen hier einen Wal finden und müssen hier noch eine Aufgabe oben erledigen. Im Museum. Weil hier hatte ich mich einmal durchgestampft durch den Boden und kam dann oder war da zu früh unten. Weil da oben noch ein Bereich war, den ich zuvor noch nicht erkundet hatte. So, das sollte ich jetzt natürlich ändern. Ja, natürlich wieder aufpassen, dass wir die Typen loswerden. Ich glaube auch, das hatte ich schon gemacht da mit dem Teil. Es ging jetzt nur um den oberen Bereich. Um den dann nämlich genau. Genau, und da ist auch die fehlende Blume. Aber es fehlt auch trotzdem noch eine von den... roten Münzen. Aber es sah auch nicht aus, als gäbe es da oben irgendeinen Zugang gerade. Das muss eine Geschenkbox irgendwo sein, die fehlt. Na, da drüben waren wir gewesen in der Ecke. Da waren wir vorhin. Die Münzen waren es nicht. Ich möchte erstmal abschalten, das Ding. Na, es muss eine Geschenkbox irgendwo sein. Weil ich sehe eine rote Münze finden. Das kann bloß eine Geschenkbox sein. Das hatte ich da schon gemacht mit dieser fliegenden Wolke. Das weiß ich. Doch immer mal schauen, wo der Wal ist, den ich suche. Das habe ich schon gemacht, wie erwartet. Es muss eine Geschenkbox sein. Und da hinten ist es auch schon. So, das war die fehlende Red Coin. Den Wal nehme ich mal ganz stark an, dass ich den im Hintergrund finden werde. Ah, genau, den.
Den kann man gar nicht übersehen. Den kann man echt nicht übersehen. Okay, das zählt auch noch gut. Muss man nicht extra ins Ziel latschen dafür. Dann ist das Level auch stand, damit ich komplett. Nice. Okay, Minimauser im Zahnradfabrik. Okay. Ich mach diesmal den Automaten zuletzt. Also als grünen Abschluss, wenn er nichts mehr hat. Kümmere mich jetzt nur noch um die Kunstwerke. Ja, und dann geht's wie scheint zum finalen Boss-Level. Und dann gucken, was wir da uns freischalten. Und ich denke mal, es wird in den Special Levels bestimmt nette Überraschungen geben. Und wahrscheinlich wird es auch nicht gerade leicht werden, die zu schaffen. Das war jetzt blöd. Immer schön schauen, wo die Minimauser sich befinden. Dafür muss ich natürlich jede kleinste Ecke erforschen. Hier zum Beispiel ist keiner von den Minimausern. Nach oben, aber ich glaube, dass mir schon einer entgangen ist. Von diesen Minimäusen. Oh, es ist die Vorderseite, definitiv. Auf da, Yoshi, dafür ist keine Zeit. Die Lava kommt von unten. Da ist jedenfalls. Ach so, okay, es war nur einer. Oh, sorry, hab ich jetzt ein bisschen verlesen. Ich habe jetzt kurz gedacht, da wären fünf oder so, aber es war anscheinend nur einer. Oh, lesen, meine Güte. Nachtvehikel, okay. Aber ich kann mir schon denken, wo das war. Ich hab's, glaube ich. Ich hab so ein Vehikel mal gesehen. Auf meiner Suche. Und das ist natürlich wieder in dem tollen Level. In meiner absoluten Favorite Stage. Mit den lustig fröhlichen Axtmännern. Genau denen nämlich. Sehen zwar putzig aus, aber... Der Schein drückt gewaltig bei diesen Dingern.
Oh, ist, frag mich gerade selbst, warum ich gerade kein Kostüm mitgenommen habe. Ich gerade schon wieder zu voreilig war, eins mitzunehmen. Ja, da ist das Vehikel. Ich hab's eigentlich nicht mehr gebraucht. Ah, naja, lassen wir das mit den Kostümen erstmal. Zumindest für die Kunstwerke. Brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. So, zack, her damit. 4 Vasen, ja, die habe ich vorhin gesehen im Museum. Die habe ich da vorhin im Museum gesehen. Die sind mir aufgefallen. Ich nenne sie mal die Yoshi's Island Vasen, weil sie für mich doch sehr stark nach Yoshi's Island Vasen aussahen. Vom Aussehen her. So, also 5 Stück davon suchen. Okay. Dann mach schon eine. Das war gerade sehr knapp, das weiß ich. Jetzt fehlen noch 2. Was habe ich da hinten schon? Okay, also immer jeweils hinten stecken diese Vasen. Hier war der Wal gewesen und da hinten ist auch noch eine. Und sogar 2 falsche. Die natürlich nicht zählen werden. Das wäre sonst zu einfach. Ah, ne, ich dachte da hinten wäre. Das ist eine Yoshi-Figur. Ah, ja, das habe ich jetzt vergessen mit dieser Zwischenwand. Aber es fehlt eine Vase. Wo ist die? Thank you.
klar. Ach, da! Ja, ich hab's ja gesehen. Ach du Scheiße. Obwohl, na, das geht. Ja. Das war jetzt nicht besonders schwer, die zu treffen. Gabelstapel, okay. Dann suchen wir mal einen Gabelstapler. Und hoffen, ihn bald zu finden. War fast wie es vorherlich gewesen. Wo ist hier ein Gabelstapler? Ach, tja. Ach, da hinten. Okay. Der war leicht zu finden. Ich überlege gerade in der Folge, die fertig zu machen, die ganzen Kunstobjekte. Dass ich mich nächsten Part dann in Ruhe quasi dem Ganzen widmen kann. Wie viel ist das noch? Okay. 4 circa. Dann wird der Part zwar länger, aber das wäre dann fertig quasi. Ich kann mich nächsten Part in Ruhe der wahrscheinlich letzten Welt widmen. Das sieht nämlich sehr stark danach aus, als wenn es die Final Stage wäre. Beziehungsweise, ne, ich hab's ja bisher noch nicht wirklich angesprochen, was mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen ist. Die, wie sonst, Castles, also die Schlösser von Yoshi's Island, die man sonst kennt. Nein, hätte ich vielleicht Kostüm nutzen sollen. Jedenfalls die Castles, die man sonst kennt von Yoshi's Island. Die haben sie irgendwie hier gänzlich weggelassen. Und stattdessen haben sie gleich das Boss-Level genommen. Und das ist das gleiche, was auch bei... Das ist im Prinzip das gleiche, was am Hall bei Kirby Games macht. Und ich habe es beim magischen Garn auch wieder sehr stark gemerkt. Gab halt dann kein Boss, kein Castle am Ende von der jeweiligen Oberwelt, sondern die Tür mit dem Boss drin. Und das habe ich auch hier bemerkt. In dem Spiel. Aber es gibt quasi nur noch Levels, die sich dem Boss widmen. Ich sag's mal so, es ist natürlich auch mal was anderes. Aber es war natürlich eine ziemlich
lange Tradition gewesen, dass man in Yoshi-Spielen am Ende ein Castle hatte. Und hier halt bloß noch so ein Boss-Level. Es ist eine interessante Erneuerung, würde ich mal so sagen. Also quasi mal was anderes. Weil in Woolly World gab es noch die Castles, das weiß ich. Fünf Cheep-Cheep-Bilder. Mir glaube ich aufgefallen. Das war hier. Hier im Museum war das. Das heißt, drei Sachen fehlen noch, also. Und nach den Cheep-Cheep-Bildern würden quasi noch zwei Sachen fehlen, die wir finden müssten. Ah, das ist das angenehmer. Wobei ich weiß nicht, wie schwierig die zu finden sein werden. Das? Ah, ja. Muss runter. Hier ist tatsächlich doch so ein Kostüm zu empfehlen. Da hinten ist eins. Groß war die Stage ja nun nicht. Ich hätte ja echt ein Kostüm mitnehmen sollen. Gerade in dem Level, das auch etwas nervig ist, im Grunde. Hab ich das Bild denn schon? Ja, habe ich schon. Erstmal voll gefüllt. Nee, das ist kein Cheep-Cheep-Bild. Aber da drüben ist eins. Dann ist da noch eins. Jetzt wird noch ein letztes.
Ja, vor allem die Zunge wird auch nicht erfasst irgendwie. Aber der Rest vom Körper, das ist auch etwas seltsam. Okay, oben ist auch kein Bild. Da hatte ich jetzt genau reingesprungen, Yoshi. Okay, aber da hinten ist das fehlende Porträt. Gut. Chip-Chip-Bild abgeschlossen. Jetzt fehlen noch zwei Dinge. Sechs Strahlenzahnräder. Rückseite, okay. Gut, dann suchen wir mal diese Zahnräder. Ja, das war natürlich jetzt blöd gewesen. Oh, was mache ich denn da? War ja richtig Nubi gerade. Jetzt muss ich auf meine Life noch aufpassen, dass ich da nicht noch mehr verliere. Okay, wow, 1 von 6. Auf jeden Fall auch noch eins. So, jetzt fehlen noch zwei. Nicht zu freilich. Oh, gleich zu Anfang natürlich. Okay. And finally I know it. Wer? Wo das sein soll, ne? Und denke mir. Der auch lange suchen können. Auch arschig versteckt. Was hast du noch für das Überreichen? Drei Dosenroboter. Drei verschiedene, wenn wir jetzt da einen Erfolg einwerfen. Okay, ich denke mal, das wird dann
Das wird in den Part noch weiter strapazieren. Das ist sowieso schon ziemlich lang und muss doch jetzt schneiden bei den neuen Zahnrädern. Die Stellen. Gut, okay. Dann bis zum nächsten Part von Yoshi's Crafted World. Nächstes Mal komplettieren wir diese Welt. Bis dann.